Herzlich willkommen bei Slevin Stream Sport. Wir spielen wieder den Tennis Manager 21, sind mittlerweile schon im Februar angekommen und stehen jetzt gleich in der ersten Runde der Cleveland Open mit Mollekar. Danach wird unser männlicher Spieler in Dallas spielen, bevor er dann in Woche 7 und in Woche 8 eine kleine Pause machen wird. In Woche 9 versuchen wir uns mal eine Wildcard zu ergaunern für Dubai. Da wird es nämlich richtig Preisgeld und richtig Punkte für die ATP-Rangliste geben. Vielleicht gelingt uns das. Parallel findet nämlich die Indian Wells Masters statt. Kann also sein, dass wir hier sogar eine Wildcard bekommen. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Danach haben wir versucht, uns für Indian Wells anzumelden. Da gibt es auch richtig viel Geld und Punkte. Vielleicht wird das nicht funktionieren. Dann haben wir halt nochmal frei und fangen dann erst wieder in Woche 12 an zu spielen. Ist allgemein sowieso mal gut, wenn wir uns mal in 2, 3, 4, 5 Wochen Zeit nehmen und nur trainieren statt zu spielen. Nicht nur, weil der Spieler dann ein bisschen runterkommt und sich verbessern kann, sondern auch, weil wir dann einfach ein bisschen vorwärts kommen im Kalender. Wie sieht's aus mit unserer Dame Anja Wildgruber? Die wird jetzt in der fünften Woche in Launceston spielen. Da haben wir ja die Auslosung schon in der letzten Session gesehen. Die werden wir also auch verfolgen. Und danach ist eine Woche Pause, bevor es dann in der siebten Woche in Shrewsbury zur Sache geht. Das ist in Großbritannien. Also wieder geht es da um 6.000. Und danach versuchen wir uns in Altenkirchen anzumelden, beziehungsweise das hat schon funktioniert. Wir müssen ja die Quali gar nicht spielen. Die wäre nämlich hier eine Woche vorher, sondern wir sind direkt qualifiziert und spielen dann eben in Woche 8 in Deutschland auf Indoor Hard. Danach ist wieder ein bisschen Pause, so wie ich das sehe. Wir können dann mal versuchen, uns für ein bisschen teureres Turnier anzumelden. Wir können es zum Beispiel jetzt mal hier in Guadalajara versuchen. Kann ja nicht schaden, dass wir das mal probieren. Gut, Miami wird nicht funktionieren. Wir sollten es trotzdem mal probieren. Vielleicht kriegen wir irgendwo tatsächlich eine Wildcard. Monterey Open zum Beispiel, die Quali, das könnte funktionieren. Probieren wir auch mal. Also, wir versuchen jetzt wirklich mal hier die ein oder andere größere Geschichte mitzunehmen. Hier würde ich sagen, in der Schweiz, vielleicht haben wir da eine Chance. Das ist doch mal ein Versuch wert. Ansonsten, wie gesagt, werden wir auch mal 4, 5 Wochen Pause machen und nur trainieren und dann ein bisschen vorwärts hüpfen. Aber jetzt gehen wir erstmal in unsere erste Partie des Tages. Wir treffen mit Anja Wildgruber in der ersten Runde auf Olivia Chandramulla. Sollte machbar sein, wir sind in der Weltrangliste ein Ticken besser. Erste Runde sollten wir gewinnen, in der zweiten würde es dann gegen Georgia Garcia Perez wahrscheinlich gehen oder gegen Kyla McPhee. Also beides richtig schwer. Aber die erste Runde, das ist schon unser Ziel. Da wollen wir weiterkommen. Wir schauen uns mal an, wie die Gegnerin so aussieht. Befindet sich in einer herausragenden Form. Das ist schon mal ein bisschen problematisch. Sie spielt aggressives Grundlinienspiel. Stärken, Killerinstinkt und Aufschlagpräzision. Das klingt nicht so ganz gut für uns. Aber wir bleiben jetzt mal unserem Spiel treu mit dem abweichenden Spiel und schauen mal, was gegen die Australierin möglich ist. Matchball und Second Serve. Nein, stimmt überhaupt nicht. 30-40. Wir stehen kurz davor, in die zweite Runde einzuziehen. Unsere Anja Wildgruber scheint wenig Probleme zu haben mit Olivia Chandramulla. Wir haben an unserer Taktik überhaupt nichts verändert. 40-0, drei Matchbälle jetzt für uns. 6-4, 6-4 geht es dann aus. Zwei bleiben übrig. Jetzt nur kein Doppelfehler. Oh, das war eng. Das dürfte es doch sein. Nein, der ist im Aus. Jetzt wird es nochmal eng. Starker Aufschlag von Anja. Und dann ist es da, unser Sieg. Wir gewinnen also gegen die Australierin und ziehen in die zweite Runde ein. Ich würde sagen, jetzt steht die bisher härteste Partie für uns auf dem Programm. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren betrachtet. Denn wir spielen jetzt gegen Denis Istomin. Den kennt man. Der war in der Weltrangliste schon mal deutlich weiter vorne. Hat schon in Grand Slam-Turnieren relativ weit geschafft. Das wird jetzt eine richtig harte Aufgabe und sollten wir gewinnen, spielen wir direkt gegen Maxime Cressy. Ebenfalls absolut kein Zuckerschlecken. So, wie gehen wir rein in die Partie? Ich würde sagen, Vollgas aggressiv, so wie wir das immer machen. Wir trainieren das ja noch. Hier auch vollste Stufe. Allerdings, Isomin ist nur in der Form gut, spielt auch relativ aggressiv. Dürfte also eine schwere Partie werden. Wir gehen rein und ich schalte euch zu, wenn es in die entscheidende Phase geht. Satzball für uns und da ist. Ach. Ganz blöder Fehler. Schöner Return. Wir kriegen noch einen Satzball.
Wir haben auch hier jetzt taktisch nichts geändert. Also, wir gehen mit unserer Standardformation quasi, mit unserer Standardtaktik in diese Spiele jetzt rein mit beiden. Und es scheint gut zu laufen. Wir gehen direkt in den zweiten Satz. Breakchancen für uns gleich 3 an der Zahl. Ist das schon die Entscheidung? Da haut Istomin einen Ass raus. Wieder der Fehler von uns. Ein Breakball bleibt übrig. Wieder ein guter Aufschlag, aber dann der Fehler. 4-2 für uns. Das dürfen wir uns doch jetzt nicht mehr nehmen lassen, oder? 0-30. Aber 40-30. Spielball für uns. Einstand. Und wir machen es. 5-2. Das sieht doch jetzt sehr, sehr gut aus. Matchball zum 6-4, 6-2. Da ist es. Mollecker zieht in die zweite Runde ein. Richtig starker Auftakt für unsere beiden hier aus unserer Akademie. Beide bestehen die erste Runde. Jetzt haben wir den interessanten Fall, dass wir mit Anja Wildgruber am Mittwochmorgen spielen und mit Rudi Mollecker ebenfalls am Mittwochmorgen. Es kann also sein, dass wir nur eine von beiden Partien sehen können. Da schauen wir uns doch jetzt direkt mal an, wo es interessanter wird. Bei Mollecker wissen wir ja auf jeden Fall, dass das ziemlich hart wird, denn wir spielen gegen den an 3 gesetzten Maxim Cressy. Und bei Anja Wildgruber schauen wir uns das doch auch direkt mal an, ob wir vielleicht lieber dort coachen wollen. Vielleicht geht auch beides, ich bin mir nicht sicher. Aber es kann sein, dass, weil es zeitgleich ist, man sich entscheiden muss. Da spielen wir gegen Kaylee McPhee. Auch richtig schwer. Also, wir sind in beiden Partien Außenseiter. Im Normalfall fliegen wir jetzt in beiden Partien aus dem Turnieren. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich würde sagen, wir versuchen es mit Rudi Mollecker, weil dort, glaube ich, die Chance sogar noch ein bisschen größer ist, weiterzukommen. Das wird eine richtig harte Aufgabe. Maxim Cressy ist in herausragender Form. Er ist ein starker Aufschlagspieler. Gute Vorhand, also vor allem kräftig spielt er. Ja, wir sind Außenseiter, sagen die Wettanbieter, kann ich verstehen. Wir müssen unbedingt unser Angriffsspiel noch ein bisschen verbessern. Da ist einfach immer noch der rote Punkt und der rote Kreis. Das stört mich. Wir müssen da langsam ins Gelbe oder Grüne kommen. Da ist wirklich wichtig, dass wir jetzt dann mal 2, 3 Wochen nur trainieren und kein Match haben. Aber zuerst müssen wir den Amerikaner hier aus dem Weg räumen. Satzball für uns. Zweiter Aufschlag, der war eng. Jetzt bloß kein Nervenflattern bekommen, Rudi. Schöner langer Ball. Das macht er gut. Jetzt könnte der Gegner ans Netz kommen, aber er verhaut ihn. Und wir sehen hier unten, dass unser Gegner Maxim Cressy ein bisschen angeschlagen ist. Das kann natürlich unser großer Vorteil sein. Es geht in den Tiebreak, Leute, und den ziehen wir uns jetzt natürlich in voller Länge rein. Das wäre richtig geil, wenn wir das gewinnen würden und mit Mollecker hier in die dritte Runde einziehen könnten. Da ist das Mini-Break doch möglich. Da können wir doch angreifen. Aber dann, jawohl, aus. Oh, da hatten wir Glück. Also, Maxim Cressy macht viel zu viele Fehler. Ich gehe mal davon aus, dass das an seiner leichten Verletzung liegt. Denn wir sind schon der bessere Spieler. Das zeigen die Statistiken eindeutig. Wieder ein dummer Fehler von ihm. Also, das müssen wir jetzt einfach in 2 Sätzen durchziehen. Und dann stehen wir in der nächsten Runde. Können schön Geld verdienen und in der Rangliste auch ordentlich nach oben wandern. Beziehungsweise nach unten, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Jetzt sind wir wieder im Ballwechsel. Das könnte das 4-1 für uns sein. Und dann können wir das doch schön fertig servieren. Jawohl. 4-1, 2 Aufschläge jetzt erstmal für uns. Auch hier haben wir taktisch gar nichts geändert. Wir spielen mit unserer ganz normalen Taktik, wie wir von Anfang an eingestellt haben. Denn wenn es funktioniert, warum dann was ändern? Änderungen mache ich erst, wenn ich während des Spiels merke, das läuft nicht.
Aber das läuft ja sehr, sehr gut. Auch wenn wir jetzt einen abgeben mussten bei eigenem Aufschlag. Und jetzt steht es 5-4. Jetzt beide durchbringen und wir sind in der nächsten Runde. Stark. 6-4. Zweiter Aufschlag. Guter zweiter Aufschlag. Jetzt der Winner. Vielleicht Longline. Ja. Bisschen wenig Risiko jetzt, aber das ist gut so. Das haben wir ihm so ja gesagt. Obwohl er ein angreifender Spieler ist und dann der blöde Fehler. Und jetzt ist tatsächlich wieder alles in der Reihe. Und das Ass von Maxim Cressy steht 6 beide im Tiebreak. Und noch ein Ass. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Satzball jetzt natürlich für den Gegner. Und das war's. Wir verlieren tatsächlich diesen zweiten Satz. Ei, das ist bitter. Gehen wir in den dritten rein. Wir werden noch nichts ändern, denn es sieht alles immer noch sehr, sehr gut aus. Es sieht so aus, als würden wir über den Umweg Satz 3 dann doch in die nächste Runde einziehen können. 3-0 für uns, wir sind schon Break vorne und haben jetzt die nächste Break-Chance. Drei hatten wir tatsächlich direkt, aber alle drei haben wir verhauen. Da holen wir uns die vierte in diesem Aufschlagspiel. Das muss es sein, das ist es. 4-0, das war's, wir spulen direkt vor. Ich glaube nicht, dass wir da uns das noch nehmen lassen. 5-0. Und jetzt die Chance zum 6-1. Das macht Rudi Mollecker sehr, sehr gut. Auch wenn der Gegner angeschlagen ist und heute mit Sicherheit nicht seine beste Partie gespielt hat, muss man das erstmal zu Ende spielen. Lobversuch. Oh, der war lang, aber nicht zu lang. Ein Matchball haben wir noch. Den würde ich schon ganz gerne jetzt machen. Jawohl, ganz weit im Aus. Das hat nochmal deutlich gezeigt, dass der Gegner heute nicht in Topform war. Also, Rudi Mollecker erreicht die nächste Runde. Jetzt schauen wir mal, ob uns das auch mit unserer Dame gelingt. Anja Wildgruber hat es tatsächlich geschafft und ist in die nächste Runde eingezogen. Sie hat Kaylin McPhee bezwungen im dritten Satz, hat also auch drei Sätze gebraucht. 7-5, 6-2, nachdem sie den ersten 6-2 verloren hat. Richtig stark. Sie steht also im Viertelfinale hier in Launceston, trifft jetzt dort auf die Italienerin Corinna D'Antoni. Da ist sie sogar ganz leichte Favoritin. Denn die Italienerin musste durch die Quali. Scheint also dementsprechend aber in sehr, sehr guter Form zu sein. Jetzt schauen wir mal bei Rudi, gegen wen wir da ran müssen. Und dann schauen wir, wer wann spielt. Denn wir konnten tatsächlich nicht beide Spiele gleichzeitig anschauen. Rudi Mollecker trifft jetzt auf den Kroaten Borna Gojo. Oder Gojo. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Hier sind wir Favorit. Also da meint es das Losglück ein bisschen gut mit uns. Da ist jetzt die Frage, ob wir uns dieses Spiel anschauen oder das Spiel von Anja Wildgruber. Wir schauen doch jetzt direkt mal ins Training rein, ob beide wieder gleich angesetzt sind oder ob wir vielleicht sogar beide uns anschauen können. Anja Wildgruber spielt ebenso am Nachmittag wie Rudi Mollecker. Schade, also wieder beides gleichzeitig. Für wen entscheiden wir uns denn diesmal? Schwierige Entscheidung immer. Deswegen lohnt es sich vielleicht auch, immer eine Woche Pause zu machen, während der andere spielt und dann kann man sich um beide kümmern. Also, wie stehen denn die Chancen hier auf Turniersieg? Das wäre natürlich schon der Hammer, wenn wir hier schon wieder ein Turnier gewinnen könnten mit Rudi Mollecker. Wir sind Favorit. Das müssen wir eigentlich schon packen. Und wie sieht's bei unserer Dame aus? Ja, also, wo geht es denn um mehr? Also, es geht natürlich für Anja Wildgruber ist es eigentlich wichtiger, denn das ist wirklich ein Turnier, wo es echt Punkte und Preisgeld gibt. Deswegen würde ich sagen, entscheiden wir uns dieses Mal für Anja Wildgruber. Das ändern wir hier einfach wieder ganz schnell. Mollecker macht dann Stojanova und wir machen hier die Anja Wildgruber. Denn das wäre schon schön, wenn wir mit ihr jetzt auch mal einen schönen Erfolg feiern würden. Unsere Gegnerin Corinna D'Antoni ist in herausragender Form. Allrounder, selbstbewusst gelassen, ist nicht so wahnsinnig fit, steht hier. Also ich glaube,
Die Partie können wir gewinnen. Auch statistisch gesehen, klar, die sind positiv. Die ist ja durch die komplette Quali gerast, hat alle Spiele gewonnen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir hier Favorit sind. Also der erste Satz, muss ich sagen, der war wirklich gar nichts. Wir haben eine saftige Abreibung bekommen. 6-0 haben wir hier den ersten Satz mit Anja Wildgruber gegen Corinna Dentoni verloren. Wir müssen jetzt definitiv einiges ändern, schalten hier komplett nach oben und werden auch taktisch natürlich jetzt ein paar Dinge verändern. Das abweichende Spiel hat uns nicht gefallen. Wir machen jetzt das Angriffsspiel. Das haben wir auch trainiert. Das sehen wir hier ist auch grün. Da werden wir jetzt deutlich mehr Action sehen. Wir gehen hier natürlich voll ins Risiko, sowohl beim ersten als auch beim zweiten Aufschlag. Wir wollen das jetzt hier eindeutig aktiv gestalten, nachdem das hier so katastrophal gelaufen ist. Wir wollen vorwiegend auch direkt über die Mitte aufschlagen, dass die Gegnerin einfach keine Winkel hat. So. Rückschlag und Ballwechsel lassen wir so. Das ist ja die Voreinstellung, die wir schon kennen. Und so hoffen wir jetzt, dass der zweite Satz deutlich, deutlich besser wird. Es ist bitter, wir führen mit Break, aber geben scheinbar den Aufschlag jetzt ab. 15:40, zwei Breakchancen für die Italienerin. Ja, sehr gut, die erste haben wir abgewehrt. Komm schon, Anja, das packst du. Jawohl. Können jetzt auch mal reinrufen. Bisschen motivieren. Sehr stark. Satzball für Anja Wildgruber. Also, die Änderungen haben sich bemerkbar gemacht. Wir spielen deutlich aggressiver jetzt mit unserem Angriffsspiel. Und das ist der Gewinn des zweiten Satzes. Doppelfehler machen wir natürlich, das ist klar, weil wir einfach sehr viel riskieren. Das werden wir jetzt auch gleich ein bisschen umstellen, dass wir eben beim Aufschlag über den zweiten nur noch durchschnittliches Risiko gehen. Machen wir es sowohl bei Vorteil als auch bei Einstand. Denn die Doppelfehler möchte ich jetzt schon ein bisschen noch minimieren. Ansonsten passt das alles wirklich sehr, sehr gut. Und ich denke, im dritten Satz sollten wir eine Chance haben, direkt weiter zu marschieren in die nächste Runde. Breakchance, Anja Wildgruber. Ist das das entscheidende Break? Oh, ganz blöder Fehler. Den muss sie eigentlich links rüber spielen. Longline statt Cross. Jetzt steht es wieder Einstand. Und wir haben wieder den Breakball. Das ist durchaus eine wichtige Partie. Denn Anja Wildgruber fehlen bisher die Erfolgserlebnisse. Und jetzt hat sie die Chance, das zu Ende zu servieren. 4-3 für uns. Schlechter Angriffsball. Da darf sie nicht ans Netz gehen. Wichtiges Aufschlagspiel jetzt. Die Gegnerin ist schon beunruhigt. Wir sind besorgt. Da müssen wir vielleicht auch mal mit ihr reden. Das schaffst du, schreien wir jetzt mal rein. Selbstbewusstsein steigt direkt. Also das scheint sehr gut zu funktionieren. Wir haben guten Draht zu Anja Wildgruber. Jetzt der Longline-Ball richtig stark. Genau so muss sie es spielen. Zweiter Aufschlag jetzt auch viel sicherer als noch im Satz davor. Aber das war natürlich schlecht. Da fehlt ihr die Sicherheit. Guter Erster. Schön durch die Mitte meistens. Sehr gut. Da greift sie sogar an. Das kann sie machen. Vorteil, Chance zum 5-3. Doppelfehler. Und der Aufschlagwinner. Und das Ass. 5-3 für Anja Wildgruber. Das muss es doch sein. Aber die Italienerin serviert locker durch. 5-4 jetzt. Wir haben drei Matchbälle. Wer hätte das gedacht nach diesem katastrophalen ersten Satz? Aber unsere taktischen Veränderungen haben sich ausgezahlt. Wir ziehen ein in die nächste Runde. Statt 14% Doppelfehler jetzt nur noch 11% im gesamten Match. Also, wir haben uns da deutlich gesteigert. Schaut euch das mal an. Richtig geiler Sieg für Anja Wildgruber. Und auch Rudi Mollecker hat seine Partie gewonnen gegen den Kroaten Borja Gocho mit 6-3, 6-4 in zwei Sätzen, also locker durchmarschiert. Da er jetzt am Freitag spielt und Anja Wildgruber erst am Samstag, können wir uns beide Partien anschauen. Wir starten mit Rudi Mollecker
gegen den Italiener Lorenzo Musetti. Wieder eine harte Partie. Auch er ist in herausragender Form. Defensiver Grundlinienspieler. Das könnte also interessant werden. Und Leute, schaut mal her, was sich hier jetzt zeigt. Das Angriffsspiel hat sich verbessert von Rot auf Gelb. Es hat sich also gelohnt, das zu trainieren und immer wieder spielen zu lassen. Und jetzt spielen wir als Angriffsspieler gegen einen defensiven Grundlinienspieler. Das könnte sehr interessant werden. Gegen unsere Power hat der Italiener nicht den Hauch einer Chance. Musetti eher Sandplatzspieler. 6-2, 6-1. Rudi Mollecker völlig ohne Probleme weiter. Leider müssen wir uns wieder entscheiden, wen von beiden wir coachen wollen. Rudi Mollecker steht im Halbfinale der Cleveland Open. Spielt jetzt gegen den an Nummer 1 gesetzten Joseph Kowalik. Also, härter könntest du uns nicht treffen, die 126 der Welt. Hartes Duell. Der Sieger steht natürlich im Finale. Wir schauen mal, was es mit der Gegnerin von Anja Wildgruber auf sich hat. Und dann müssen wir uns entscheiden, wen wir coachen. Also Anja Wildgruber trifft auf die 220. Keine gesetzte, aber deutlich besser. Im anderen Halbfinale Mona Bartel gegen Pauline Parmentier. Kennt man beide natürlich. Oh, das wird hart. Aber ich würde sagen. Oh, es ist hart. Eine harte Entscheidung. Wen wir jetzt hier unsere andere Trainerin überlassen. Eieiei. Für wen sollen wir uns entscheiden? Also ist die Turniere sind gleich, was die Punkte und das Preisgeld angeht. Das ist nicht der Punkt. Aber wer hat ohne uns eine gute Chance und wer braucht uns? Ich würde fast sagen, dass wir Anja Wildgruber verfolgen. Denn gegen die 220 ist sie doch relativ klare Außenseiterin. Und unser Rudi Mollecker, glaube ich, kann das auch alleine schaffen. Beziehungsweise natürlich nicht alleine, sondern mit Stojanova, die das ja bisher auch sehr, sehr gut macht. Deswegen machen wir jetzt hier den Trainer von Anja Wildgruber. Ich hoffe, dass wir beide das Finale erreichen könnten. Das wäre wirklich der Wahnsinn, wenn wir mit Mollecker und Wildgruber in der gleichen Woche im Finale stehen könnten. In the Room, eine einigermaßen bekannte Niederländerin auf der Tour, ist auch in guter Form, ist stark, was die Vorhandpräzision angeht und die Reflexe, hat Probleme mit Stoppball und mit dem Kampfgeist. Interessant. Naja, also letztendlich sind wir gut eingespielt mit der Strategie. Wir gehen natürlich jetzt volle Lotte drauf. Wir haben keinen Grund, uns zurückzuhalten. Wir lassen alles so eingestellt, wie es ist ansonsten und versuchen einfach mal, ob unser Spiel jetzt hier tatsächlich von Erfolg gekrönt ist. Ein wahres Break-Festival geht zu Ende mit dem Satzsieg von Indie the Room. Also, es ist die erwartet schwere Partie. Wir wechseln jetzt wieder auf unser Angriffsspiel und werden mit dem Aufschlag ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Allerdings werden wir nicht ans Netz gehen, das ändern wir auf jeden Fall. Beim zweiten bleiben wir bei Durchschnitt und hier auch nach außen wollen wir es mal so belassen, aber wir wollen schon eher wieder schön an die T-Linie spielen. Auf der Vorteilsseite. Dann genauso. Aber wie gesagt, ans Netz gehen wollen wir nicht. Durchschnittlich beim zweiten. Das gefällt uns sehr gut. So, das ist die Änderung, die wir machen. Und eben natürlich umstellen aufs Angriffsspiel. Also das sind schon vollumfängliche Änderungen. Hoffen wir mal, dass der zweite Satz dementsprechend besser für uns läuft. Satzbälle für Anja Wildgruber. Es ist wieder das ein oder andere Break geschehen, aber durch unsere besseren Aufschläge jetzt haben wir eindeutig bei einem Aufschlag die Oberhand. Doppelfehler haben sich natürlich erhöht, macht aber nichts, denn letztendlich ist das natürlich der negative Effekt, den es nun mal hat, wenn man aggressiver in den Aufschlag reingeht. Jetzt müssen wir schauen, dass uns nochmal das Break gelingt und dass wir durch unsere Aufschläge den dritten Satz auch für uns entscheiden. Dann würden wir tatsächlich ins Finale kommen.
Wir brauchen jetzt das Rebreak. 4-2 für Indie Deep Room. Oh, wir nutzen den Breakball nicht. Es darf nicht wahr sein. Wieder Breakshots für uns. Wir müssen jetzt breaken. Aber dann kommt tatsächlich das Ass. Das spielt sie gut. Und dann hat Indie Deep Room die Chance zum 5-2. Aber was für ein Return von Anja Wildgruber. Ja, sie verbaut sich's jetzt leider selbst. Das ist natürlich beim Angriffsspiel dann die Kehrseite. Viele Fehler von Anja Wildgruber sehen wir allein schon jetzt hier in dieser Sequenz. Das ist dann irgendwo nicht mehr gut genug. Ja, 5-2. Und uns bleibt jetzt eigentlich nichts anderes übrig. Wir wechseln nochmal zurück zum abweichenden Spiel. Wir müssen was verändern, gehen allerdings beim Aufschlag dafür richtig schön ins Risiko. Wollen dann aber eben die Gegnerin jetzt mit etwas defensiverem Spiel ein bisschen aus der Reserve locken. Vielleicht macht Indie Deep Room Fehler. Sie ist ja auch nicht mehr ganz so fit. Und sie hat mit ihrer Fitness ja ein bisschen Probleme. Vielleicht gelingt uns das so. Aggressiver Aufschlag und ansonsten ein bisschen variantenreicher. Schöner langer Ball. Sehr gut. Das macht sie gut, Anja. Aber da kommt sie nicht mehr hin. 0-30. Sieht jetzt nicht mehr gut aus. Ich warte auch schon fast auf den Doppelfehler, der wird irgendwann kommen. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir uns wieder rankämpfen. Der erste kommt einfach nicht, das ist ein großes Problem. Ja, und wenn der zweite dann auch nicht kommt, dann gibt es jetzt eben Matchbälle für Indie Deep Room. Und Anja steht kurz vor dem Aus. Einer bleibt noch übrig und dann das Ass. Endlich kommt der erste Aufschlag. So muss es jetzt weitergehen, knapp daneben. Der war gut, der zweite. Und das ist der Winner, sehr stark. Vorteil Anja Wildgruber. Lassen wir es doch Indie Deep Room noch ausservieren. Jawohl, jetzt muss ich es erstmal ausservieren. Höchstmöglicher Druck ist also da. Und ein Mega-Return von Anja Wildgruber. Hat sich die taktische Umstellung nochmal bezahlt gemacht. 0-30. Schade. Zweiter Aufschlag, da muss sie jetzt drauf gehen. Doppelfehler. Zwei Breakchancen für uns. Wir kommen wieder zurück in die Partie, wenn wir die jetzt machen. Nochmal zweiter. Guter Return. Schön im Ballwechsel bleiben jetzt. Nicht zu viel riskieren. Und da ist es. Break. 5-4. Wir müssen jetzt nur noch unseren Aufschlag durchbringen. Dann ist die Partie wieder komplett ausgeglichen. Den muss sie machen. Ganz locker Longline reingesteckt. Sehr gut. Bisschen zu lang, das hätte sie nicht so aggressiv spielen dürfen. Wer macht den Punkt? Es ist Indie Deep Room. Und wieder macht sie den Punkt, damit hat sie dann doch zwei Matchbälle. Einer bleibt übrig. Und das war's. Ganz knapp zu lang. Obwohl hier nur positive Aspekte stehen, verlieren wir diese Partie also tatsächlich. Wie sieht es statistisch gesehen aus? 94 Punkte für uns, 92 für die Gegnerin. Das ist natürlich bitter, dass wir trotzdem dieses Match verlieren. Also kein Vorwurf an Anja Wildgruber. Das war eine richtig geile Partie. Sie hat es in Launceston bis ins Halbfinale geschafft. Da können wir wirklich stolz drauf sein. Aber jetzt schauen wir mal, wie Rudi Mollecker gespielt hat. Leider, leider ist auch Rudi Mollecker im Halbfinale ausgeschieden. 675 Euro gehen in unsere Kasse, weil 25% uns gehören. Und Anja Wildgruber hat uns sogar 1920 eingespielt, weil 60% in unsere Kasse gehen. Wir schauen uns jetzt natürlich nochmal an, wie genau Rudi Mollecker hier gespielt hat bei den Cleveland Open. Schade, dass man das nicht anklicken kann.
Jetzt muss ich hier wieder den langen Weg gehen über die Turniere. Das kann man durchaus ein bisschen verbessern. So, Launceston, das ist jetzt an der Wildgruber, das haben wir gesehen. Wir wollen natürlich das Ergebnis von Mollecker sehen. Das haben wir hier. Knapp im dritten Satz. Schade. Aber der Nummer 1 gesetzte, da kann man rausfliegen. Wir waren beide Außenseiter. Wir haben uns aber jetzt schön verbessert, muss ich sagen. Die Weltrangliste werden wir dann gleich nächste Woche aktualisiert sehen. Aber das war doch eine tolle Woche. Viele Spiele, wenig Training. Das wird sich wieder ändern in der nächsten Ausgabe. Allgemein, wie gesagt, wird es jetzt immer ein bisschen schneller vorwärts gehen. Wir werden auch mal Turniere komplett simulieren, weil wir einfach vorwärts kommen wollen. Wir sind ja erst in der fünften Woche. Aber ich hoffe, euch macht Spaß. Zwei Halbfinale haben wir heute gesehen. Das war doch geil. Weiter geht's beim nächsten Mal bei Slevin Streamsport.